Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 21.04.2021. Unser DAX hat hier zum Dienstag den Geiersturzflug gemacht. Also einmal richtig schön die Krallen rausgefahren und voll nach unten durchgezogen. Das ist schon fast traumhaft. Wenn wir mal zurückerinnern, was wir gestern so gesagt hatten: psychologische Situation, wie zum Freitag und so weiter. Die Leute da überrumpelt wurden, rausgerissen wurden, dann roter Montag, na, dass er da gerne nochmal drunter sticht und dass man da unten aufpassen solle, weil ich mir das vorstellen könnte, dass er eben da eben das jetzt einfach ausspielt und da unter dieses Tief runterwuchtet einmal und die Leute halt einfach rein zu zwingen, um zu treiben, um chill mit den Emotionen zu spielen. Ja, da kann man sagen, ja, der DAX ist ein Mistvieh, weil er immer wieder so einen Mist macht und man kann es aber auch einfach geil finden, weil es halt mit System kommt, ne? Und das irgendwo versuchen für sich zu nutzen. Also ich glaube, ihr seht das hier rot, 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 bis ganz unten runter zur 15.110. Also sich einmal komplett von oben nach unten durchgebissen den ganzen Handelstag. Hat hier so einige Marken einfach platt gemacht, ist auch durch die 270 hier relativ schnurstracks durch. 300 hat überall mal ein bisschen so kurz gezockt, das ist ein bisschen schwierig für die gewesen, die im kleinen Timeframe vielleicht dort dann schon die ersten Longs probiert haben. Das dürfte auf jeden Fall geplatzt sein, aber ich glaube, wenn man sich das eng absichert, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann hast du hier mal 2x10 Punkte irgendwo liegen lassen, hängst aber nicht die ganze Zeit wieder schief drin. Ne? Und das immer wieder bei dem gleichen Thema, nämlich das, was nämlich nach oben passieren kann, kann auch nach unten passieren. Deswegen, nur weil es jetzt fällt, heißt das nicht, jetzt plötzlich wieder Kopf ausschalten, Stop-Loss und so weiter, Risiko erhöhen. Ne? Ich spare mir die ganzen Reden, das ganze Reden der letzten Tage. Ihr wisst was ich meine. Achtet bloß darauf, dass es jetzt runterzu nicht anders läuft. Na, also auch gerade ganz viele, die vielleicht hochzu jetzt unheimlich viele Gewinner gehabt haben, die, wo ich das wusste, der hat ja auch hier und da heute mal ein Mail verschickt. Einfach, das kann ein Phasenwechsel ergeben. Jetzt, weil was haben wir bekommen? Wir haben ein tieferes Tief bekommen. Und sowas läutet Trendwechsel ein. Das muss nicht in jedem Fall so kommen, aber jeder Trendwechsel beginnt so. Jeder Trendwechsel beginnt damit, dass irgendwann ein neues, tieferes Tief kommt. Das heißt, wenn ein neues, tieferes Tief kommt, sollte man zumindest das erstmal mit in Erwägung ziehen, dass ja ein Trend wechseln kann. Wenn man das ignoriert, wäre das verkehrt, weil ja jeder Aufwärtstrend zu Abwärtstrendwechsel damit anfängt. Ja, also bekommt man so ein Signal, ist auch nicht ganz richtig, das zu ignorieren. Natürlich kann er das auch als Bärenfalle jetzt hier sehen, ne? Holt die Leute alle rein, die er rausgeschmissen hat, drückt sich jetzt wieder nach oben, schiebt die ganze Kohle, genauso wie wir das gestern besprochen haben, aber kann halt auch richtig durchdrehen. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so dieser erwünschte Effekt, der ist nicht so ganz eingetreten. Also, was ich auffällig fand, ist, dass genau in dem Bereich natürlich die Leute, die ich ja auch konkret angesprochen habe im Video, die es hier rausgeschmissen hat, dass die sich plötzlich zu Wort gemeldet haben. Bei mir im Chat überall hat man davon plötzlich wieder welche gesehen, weil die dann plötzlich gesehen haben, na, sie waren ja doch im Recht. Ne? Ihre Idee war ja gar nicht so schlecht. Sie wurden ja oben bloß fälschlicherweise eben rausgenommen. Und das fand ich interessant. Das hat ganz gut gepasst, weil es ja eben genau diese psychologische Wirkung, die wir angesprochen haben, widerspiegelt. So, jetzt könnte ich mir, jetzt bin ich ein bisschen unschlüssig, wie ich das zeichne hier. Das sieht eigentlich nicht schön aus. Eigentlich müsste er fast höher zurücklaufen, um es schön zu machen. Aber dann passt es. Also, wenn es nicht schön aussieht, dann klappt es auch meistens nicht. Dann wird es was anderes. Vielleicht wird es einfach breiter. Vielleicht brauchen wir mehr Platz. Ja, wir machen mal in die Richtung und setzen aber hier unten auch nochmal einen dran. Dann sollte der DAX jetzt hier weiterfallen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass der sich noch eine Etappe gönnt. Einfach. Ne? Nächstes Ziel wäre dann hier so 15.030, 15.000. 14.965 bis 200, jetzt ist jetzt hier die 202-Stunden-Linie, da sollte man nicht zu viel drauf geben, dadurch, dass ich hier im H2 unterwegs bin, volatilitätsbedingt. Aber ja, kommt ein neues Tief unten, macht sich der DAX auf jeden Fall nochmal ein neues Platz. Ich würde so über 4.430, 4.25, da würde ich sagen, höher will ich nicht mehr sehen, das wäre für mich zu negativ und, ach komm, wir setzen das hier, nee, wir lassen das jetzt erstmal so und können so ein bisschen höher ranziehen. Ich glaube schon, dass da Strecke möglich ist. Ja. Mir gefällt der Pfeil hier nicht. Weiß nicht, warum mir der gefällt. Der passt nicht rein. Was macht man damit? Wenn es nicht stimmig aussieht, dann kommt es halt meistens auch so nicht. Das vielleicht wirklich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt ausdehnt. Aber es gibt immer eine gewisse Symmetrie. Und wenn die nicht stimmt, dann kommt es auch nicht halt. Ne? Also muss ich selber mal kurz gucken. Ja, sowas könnte schon eher in DAX reinpassen jetzt.
sollte man ein bisschen aufpassen. Also, sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen. Über den Mittwoch vielleicht sogar ein bisschen seitwärts, wenn hier keine neuen tieferen Tiefs kommen. In die Erholung rein, 2,30 ein bisschen ran, dann hier oben zu 70 weiter, vielleicht noch so eine 3,35 hier einmal unten in dieses Tief ranstechen. Das würde ganz gut passen. Und ansonsten hat er natürlich jetzt hier deutliche Potenziale. Mir gefällt der Pfeil nicht unten, der ist verhältnismäßig sehr zu klein. Den müssen wir eigentlich noch einen zweiten dran setzen und sagen, kann auch deutlich tiefer gehen. Und zwar deutlich tiefer auch hier in dem Bereich halt, ne? Also wenn er weiter durchschrotet. So. Macht das Sinn? Ist das okay? Versteht man das? Also es ist jetzt nicht willkürlich gezeichnet, ne? Versteht das nicht als Willkür, was ich jetzt hier mache, aber es ist einfach so. Wir haben eine gewisse Grundharmonie im Chart und das letztendlich ist doch das, was ich mit euch mache, ist doch, wir sprechen jeden Tag drüber. Was macht der DAX? Wenn ich zu euch sage, hier nach unten, das macht der DAX immer, na klar ist das willkürlich. Na klar ist das gewissermaßen auch aus der freien Schnauze raus analysiert. Na klar ist das auch mal ein bisschen Chart zurückgestellt, aber es macht es halt auch immer wieder. Warum sollten wir es nicht für uns nutzen? Ja, können wir uns hinstellen und sagen, boah, der DAX, der lässt sich ja voll scheiße traden. Oder wir sagen halt, er macht halt immer wieder die gleiche Scheiße, nutzen wir sie doch einfach. Ja, also das ist jetzt nicht willkürlich, was ich hier mache, auch wenn es gerade so wirkt. Wir haben einfach unten, haben wir jetzt, wenn wir das weiteres Tief machen, hat er Übertreibungspotenzial. Warum will ich einen großen Pfeil setzen? Weil in einer Übertreibungsbewegung oder in einem Überraschungsmomentum, der Markt beschleunigt, er macht mehr aus einer Bewegung hinten raus halt, ne? Also er fängt an, überrumpelt die Leute, das kann zum Beispiel hier passieren, dreht sie um, dann sind die Leute erstmal irritiert, stehen an der Seite, dann bringt er sie unter Druck und dann lutscht er sie aus. Richtig auslutschen. Und das heißt, er nimmt noch mehr Tempo drauf. Deswegen möchte ich hier einen längeren Fall mit drin haben. Das ist grundsätzlich möglich. Sollte der mit Abwärtsgap reinkommen, deutlichen Abwärtsgap, ich sag mal unter 15,85, dann ist der Druck hoch. Und dann kannst du ihn auch ein gutes Stück runterpressen. Und eben nicht nur 15,30, 15.000, 14.965, sondern eben gleich eine ganze Meile weiter. So, wir haben aber grundsätzlich einen Bereich erreicht, wo auch so von den Anlegern her Umdenken einsetzen kann. Ich habe es leider nicht gesehen. Es kann sein, dass ich die falschen Leute beobachtet habe, dass sich viele vielleicht auch nicht getraut haben, mir gegenüber das zu sagen, weil sie es dann wieder um die Ohren kriegen. Aber es ist meine Aufgabe, sowas um die Ohren zu hauen. Es macht sonst kein anderer halt. Ne? Und das, ich glaube auch, viele kommen deswegen auch zu uns, ne? Weil sie das insgeheim auch brauchen und weil sie es wollen. Deswegen sind sie bei uns. Sie wollen auch mal angeschimpft werden, wenn sie einen Fehler machen. Weil wenn sie selber den Fehler machen, machen sie ihn immer wieder. Sie nehmen sich vor, den Fehler abzustellen, aber sie machen immer wieder. Dem Moment, wo sie wissen, sie stehen bei mir mit unter der Beobachtung, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Respekt. Deswegen, Punkt. Das ist heute im Chat ist das relativ hochgekommen bei uns, im moneymonkeys.com, wurde das teilweise auch kritisiert, der harsche Umgang, aber da stehe ich voll dahinter. Also das lasse ich mir nicht rausreden. Das brauchen die meisten brauchen das einfach halt. Ne? Kann man dann unfair für denjenigen finden in dem Moment, aber derjenige braucht das ganz genau und derjenige weiß das dann auch ganz genau und das passt dann schon. So, also Fakt ist, wir haben hier unten Potenzial unten weiterzurennen. Ja, wo wird der Markt denn hinlaufen? Er wird auf die letzten Volumenbereiche hinlaufen. Ne? Das heißt, wenn ich hier, was weiß ich, ein Durchschnittsvolumen aus dem Bereich ermittle, das wird hier genau in der Spitze von diesem steigenden Dreieck liegen. Das ist ein guter Anlaufpunkt, das ist der eine Fall. Aber wir haben eben auch das Hintergrundwissen, dass der Markt aufbeschleunigt, also das Platz nach unten. Wir haben grundsätzlich aber den Bereich schon erreicht, das heißt, kommt gar kein neues Tief, hat sehr hohe Wahrscheinlichkeit, sich erstmal zu stabilisieren. Direkt hoch passt nicht richtig rein, dafür ist es zu tief runter, dafür hat er hier gebrochen. Das heißt, wird hier irgendwo in der Mitte machen und deswegen drehe ich den Pfeil hier ein. Wo drehe ich den Pfeil ein? Ich drehe den Pfeil ein an den ersten Rücklaufbereich. Die dann hier eben so sind im Bereich um 2,70 bis ich sag mal 3,50 im weitesten. Na, das ist dann so eine Zone, in der der Markt einfach zurückliegt. Da kann man Fibonaccis anlegen oder was auch immer. Naja, letzte kleine Tiefs gucken und sowas. Auch das hier oben, das sieht ganz interessant aus, wäre aber ganz schön hoch dann wieder. Und deswegen sage ich, er kommt von hier. Und weil die Wellen immer in Symmetrie oder in Harmonie zueinander stehen, würde ich dann eher erwarten, dass er das vielleicht sogar bis zum Donnerstag noch aufhebt, ne, dass er das noch ein bisschen rausstreckt und dann zum Wochenausgang, wenn er merkt, oh, die Wochenkerze wird rot und die Wochenkerze hat vielleicht sogar die Vorwoche verschluckt. Weil wenn wir das bekommen, eine rötere Kerze, und das ist es Stand jetzt ja schon, eine rötere Kerze als in der Vorwoche war,
dann ist es ein Umkehrsignal und das von einem sehr interessanten Punkt im Chart aus. Und dann würde uns die Wochenkerze nämlich ein Verkaufssignal für die nächste Woche mitgeben. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das versucht, über Mittwoch, Donnerstag zu stabilisieren und dann am Freitag ihm das Ding aber einfach abhaut und er das Verkaufssignal dann tatsächlich auch setzt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Sollte er aber höher kommen, über 3,50, dann wäre ich schon so ein bisschen vorsichtig. Über dem Tageshoch von gestern, so 3,95, 400, ist eigentlich die Schwäche erstmal ausgekommen. Dann wäre er über das Gröbste drüber. Dann wird er sich ganz langsam hier irgendwie rumduckeln und dann später wieder oben rausgehen. Deswegen ist der Long Trigger hier rein. Und schwuppdiwupp merkt man, es ist gar nicht so willkürlich. Da ist schon auch ein bisschen technische Betrachtungsweise einfach dahinter. Es ist ja letztendlich auch eine technische Analyse, auch wenn wir viele Sachen vermischen, einfach weil es manchmal besser funktioniert, wenn man auf das eine oder andere guckt oder wenn man auch mal vielleicht das eine oder andere technische Muster ein bisschen überguckt. Ne, aus Erfahrung ist zum Beispiel, der DAX mag bestimmte technische Muster, mag er gar nicht, manche mag er besonders viel. Das heißt, manche gucken wir uns gar nicht an, manche sprechen wir ganz hart an, wenn sie kommen. Ja, und so. Denke ich, ist für jeden immer mal wieder was dabei. Wichtig ist, wir bauen uns eine Erwartung und handeln auch nur das, wenn es dann kommt. Ne? Deswegen setzen wir auch mehrere Pfeile an, geben eine Route vielleicht für seitwärts vor, für abwärts, für aufwärts. Ich weiß denn nicht, was kommt. Keiner weiß, was kommt. Niemand weiß, was morgen kommt. Ja, aber es macht viel Sinn, sich vorher damit auseinanderzusetzen, wie würde der DAX in einer bestimmten Reaktion reagieren, damit man eben nicht hier steht und Gott und die Welt auf Long setzt, weil man sagt, das ist das perfekte Rücklaufniveau, sondern weil man sich einfach am Tag vorher hingesetzt hat und man hat gesagt, oh, bestimmt, wenn ich DAX wäre, ich würde hier unten reingehen, ich würde sie alle kalt machen und dann macht er halt genau das. Und deswegen ist es gut, sich vorher die Gedanken zu machen, mehrere, auch verschiedene, damit man dann gucken kann, ja, was spielt er denn? Ist er bullig? Ist er schwach? Ist er in Wartestellung? Und dementsprechend macht er dann Muster, die immer wieder gleich aussehen halt. Je nachdem, wie er gerade drauf ist. Ja, und das versuchen wir mit den verschiedenen Szenarien zu machen. Und wie machen wir das zu Geld? Indem wir einfach gucken, was macht er und dann handle ich das, was kommt, das, was ich sehe. Nicht das, was ich haben will. Auch nicht das, was meine vorhandenen offenen Positionen stützt, sondern handle das, was kommt und das, was ich sehe. Und stelle mich nicht noch gegen den Markt halt. Ne? Gut, Freunde. Okay, das soweit dazu. Nochmal ein bisschen Hintergrund. Tageschart können wir mit reingucken. Das dürfte interessant aussehen jetzt, weil das ist nämlich ein richtiger Flatschen. Und der kommt auch von einer richtig schönen Stelle weg. Und der macht Lust auf mehr. Der macht Lust auf mehr. Die Tageskerze macht Lust auf mehr. Ich würde mir wünschen, dass es auch mehr kommt. Aber wir sind jetzt am mittleren Bollinger Band im Tageschart. Das setzt er gerne auch mal auf. Sieht man hier ganz gut. Kann man aber auch sagen, also wenn er unterm Tagesband drunter ist, dann ist auf Tagessicht halt auch erstmal nicht viel da. Ne? Das muss man auch sagen. Wenn er hier unten und noch in das Band kommt, hier, also das wird schon sehr für unsere Seitwärtsroute sprechen. Ne? Wenn das Band steigt hier jetzt, das steigt morgen an, ein bisschen über das Tief, ne? Das steigt ja jeden Tag. Ne? Dadurch, das bildet ja den Mittelwert der letzten 20 Kerzen, ja, und die sind dick gestiegen. So, das heißt, er kommt noch hoch und es steht morgen auf dem Punkt hier so etwa, das heißt über dem Tagestief von gestern, also von über dem Tagestief vom Dienstag steht der Punkt dann, das mittlere Bollinger Band. Da könnte er sich da drauf quasi eine schöne Seitwärtskerze gönnen, die dann letztendlich das macht, was wir hier so ein bisschen beschrieben haben. Das wird da auch gut passen. Aber was eben auch gut passt im Tageschart ist, wenn er hier unten drunter macht, dass er dann Eskalationsspielraum hat. Und das gibt der 2-Stunden-Chart wieder, das gibt der Tageschart wieder, dass wenn der hier unten abhaut, der echt durchrennen kann. Und von daher würde ich schon unten ein bisschen aufpassen halt. Ne? Also guckt mal die Kerze an. Wann haben wir so eine lange, schöne, rote Tageskerze gesehen? Das ist eine ganze Weile her. Ne? Wir hatten hier mal eine, das ist eine Falle gewesen. Auch hier ist nicht wirklich viel draus gekommen, aber wir haben nicht viele so eine schöne rote Tageskerze gewesen. So wie hier. Ne? Also da sieht man auch mal, dass von solchen Dingern auch mal 3, 4, 5, 6, 7 kommen können. Ja, oder wir können mal noch weiter nach drüben gucken, dann kann man auch mal sehen, was es noch werden kann. Das wird jetzt nicht kommen. Keine Panik, aber rote Kerzen, also wie gesagt, ne, ich habe es vorhin im 2-Stunden-Chart gesagt, jeder Aufwärtstrendwechsel beginnt so. Ich würde das jetzt erstmal ernst nehmen und auch hier einkalkulieren, dass der kommen kann. Ja, das Startsignal hat er gesetzt. Wenn es dann hinten raus zu stabil wird und er zu stark wieder hier ist, ja scheiß drauf, dann gehen wir halt über 15.400 wieder long. Dann longen wir den wieder bis 500 hoch, bis 550, bis 670, bis 700, bis er blutet.
Ja, dann ist das so. Aber ich würde jetzt in dem Moment, wo uns wirklich das antriggert, einfach den möglichen Trendwechsel, ja, würde ich das schon drauf eingehen. Und Freunde, wir haben die ganze letzte Woche drüber gesprochen, dass die Leute reif sind. Dass er vielleicht nochmal oben rausschlägt, vielleicht nochmal eine 500 macht, vielleicht nochmal eine 550 macht und dann wegkippt. Haben das alles letzte Woche, die ganze letzte Woche immer wieder davon erzählt. Dann müsst ihr aufpassen, dass wenn es jetzt dann auch wirklich kommt, ihr nicht die ganze Zeit dann long drin steht, während die Kiste nach unten durchfällt. Sonst habt ihr nichts gekonnt gegenüber vorher. Und ich sag das vorher, damit ich hinterher sagen kann, ich hab's euch gesagt, ne? Nee, aber ich sag das auch vorher, damit ihr euch ein bisschen drauf vorbereiten könnt, ne? Ne, gerade die hoch zu so auf die Fresse gekriegt haben und da haben so viele auf die Fresse gekriegt. Passt da auf, dass Runde zu nicht den gleichen Fehler nur andersrum macht. Dann lieber, wer merkt, ah, Trendwechsel, jetzt suche ich die ganze Zeit lang, oh, was mache ich denn hier? Wer sowas merkt, dass er Mist macht, dann handelt mal 1, 2 Tage nicht. Das hilft ungemein und dann einen Tag später wieder neu ansetzen, dann ist man total neutral wieder und dann hat man meistens so 3 Trades, 3 Treffer an dem Tag, wo man wieder handelt, aber man muss diese Pause machen, dann kriegt man den Kopf ein bisschen gedreht. Und das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht vertudelt jetzt einfach halt, ne? Und gibt es nichts Blöderes, wie wenn du die hoch zu die ganze Zeit Geld verlierst und dann fällt der Markt und du verlässt runter zu plötzlich die ganze Zeit Geld. Du hast die ganze Zeit wochenlang auf fallende Kurse gesetzt, nur verloren und auf einmal fängst du an, auf steigende Kurse zu setzen und verlierst auch noch. Das liegt dann aber nicht nur daran, dass der Markt jetzt plötzlich fällt, wo man auf steigende Kurse setzt. Nein, 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 sondern dass man selber plötzlich anfängt, long zu handeln, wenn doch der Markt dann endlich mal fällt. Und das ist so ganz klassisches Anfängerproblem. Ganz oft, ne, die hacken die ganze Zeit Short dagegen. Und dann, wenn es wirklich fällt, dann steht plötzlich der Long im Depot. Da muss man aufpassen, weil so, da fängt immer die Scheiße mit an halt, ne? Und dann streitet man sich am Ende dann mit Martin hier auf über die Kommentare oder wie auch immer. Über irgendwas. Man kann es vorher vermeiden. Und deswegen sagt man es gleich von Anfang an, präventiv, halt, ne? Auch wenn es der eine oder andere nicht mehr hören kann. Es ist wichtig und es ist einfach so, jeden Tag im Trading, jede Woche im Trading, ja, kann es sein, dass man mit dem falschen Fuß aufsteht und sich alles kaputt macht. Das bedarf nur einem blöden Tag, es bedarf nur einer jede Woche und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir es jede Woche, jeden Tag letztendlich immer wieder briefen, immer wieder darauf achten, Risikomanagement muss stimmen. Es reicht ein blöder Trade, der fängt alles an, der zwingt dich dann dazu, alle Regeln zu verletzen, alles falsch zu machen, was du falsch machen kannst, und 1, 2 Wochen später ist die Katastrophe groß. Und deswegen immer schön im Risiko bleiben und Punkt. Aus, fertig und vorbei. Ich wünsche euch viel Erfolg. Holt euch ein paar Punkte zum Mittwoch. Denkt an die Worte. Seht's mir nach, dass ich mir die Zeit rausnehme. Ich glaube, es ist ein schwieriger Moment, gerade weil der Aufwärtstrend, der war auch sehr schwierig für viele. Und wenn jetzt der Trendwechsel kommt, also ich glaube, der spuckte wirklich gerade vielen richtig in die Fresse. Das ist einfach so, das ist nachweislich so. Und das haben ja auch einige schon bestätigt jetzt. Und deswegen passt da ein bisschen auf. Das sind so Stellen, wo Leute viel Geld verlieren. Schnell, schnell viel Geld verlieren, obwohl sie eigentlich schnell viel Geld gewinnen wollten. Ja, und man kann das vermeiden. Man kann das ganz einfach vermeiden. Indem ich zum Beispiel einen Tag schon mal nicht handle, habe ich schon mal nichts verloren. Ja, einen Tag, das reicht schon vollkommen. Ne, wenn ich mich nicht gedreht kriege im Kopf, einen Tag Pause, neu ansetzen, gucken. Ist er dann wieder stark? Dann gehe ich halt wieder long mit. Dann ist es mir auch egal, wenn ich hier oben wieder einsteige, kann ich trotzdem noch Geld verdienen hier oben raus halt. Ne? So, ich muss nicht unbedingt im ersten Start mit drin sein. Ne? Das muss man echt ablegen. So, ich mache hier aus, ich wünsche euch Spaß, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.